Lasst sie euch hören. Eure Stimmen sollen ein Zeichen sein, so wie es diese Zusammenkunft ist. Ihr werdet erobern. Jene, die euch schmähen und jene, die euch verdammten, können jetzt nicht vor euch stehen. Schon bald werden wir aus der Einöde stürmen. Über die Narbe, die Felsenfestung wird fallen. Dann wird Tempest mit seinen grünen Tälern und fruchtbaren Böden euch gehören. Euch! Ihr sollt die Wahrheit erfahren. Die dunklen Götter sind euch wohlgesonnen. Sie versprachen ein Geschenk. Es wird uns helfen, die Elemente zu beherrschen, unsere Widersacher zu vernichten und ihre Länder zu zerstören. Nun seht selbst! Meine Zeit ist gekommen. Ah! Die Herrscherin muss den Hohen Rat zusammenrufen. Es müssen Pläne gemacht werden. Das Schicksal wird seinen Lauf nehmen. Es hat begonnen. Unser geliebtes Tempest liegt in seinem eigenen Blut. Der ehrenwerte Asaria zeigt es euch. Hier seht ihr nun die Ereignisse der letzten Monate. Sie sind über die Narbe gekommen. Die Felsenfestung hat sie für eine Weile aufgehalten, sodass sich die Heere von Tempest sammeln konnten. Trotzdem konnten wir sie nicht aufhalten. Die Heere aus der Einöde haben uns den Kampf angesagt. Wo immer sie vorbeiziehen, sieht man trockene Flussbecken, verdorrtes Gras und umgestürzte Bäume. Die Toten erheben sich aus den Gräbern, um uns anzugreifen. Da ist einer, der sie anführt. Eine Gestalt in dunkler Rüstung. Ein Kriegsherr. Er soll über einen schrecklichen Zauber verfügen, mit dessen Hilfe seine Heere stets siegreich sind. Kein Heer kann etwas gegen sie ausrichten. Kein Land kann ihnen widerstehen. Sie marschieren immer weiter und schon bald werden sie diesen Palast erreicht haben. Wir müssen einen anderen Weg finden. Der dunkle Zauber des Kriegsherrn muss vernichtet werden. Das Schicksal von Tempest liegt jetzt in den Händen dieser Freiwilligen. Nun zu euch, meine wenigen, aber Furchtlosen. Nur ihr könnt dem Kriegsherrn das Geheimnis seiner dunklen Macht entreißen. Auf diese Weise wären unsere Heere ihm ebenbürtig. Ohne euch gibt es keine Hoffnung mehr. Verzagt nicht, meine Herrscherin. Es gibt immer wieder Hoffnung. Dennoch können wir derart Bösen nur durch entsprechend große Opfer Einhalt gebieten.